Hallo, da sind wir wieder bei Minecraft. Es geht weiter, den Sonnenuntergang entgegen. Sie schwindet, die Sonne schwindet. Sprint, also Sprint, glaube ich, da ja gebaut. Weiß gar nicht, habe ich das mit euch gebaut? Nee, oder? Hier draußen. Was da lädt auch, obwohl Nacht ist oder noch nicht Nacht. Hier draußen habe ich einen Sprinkler aufgebaut. Sprinkler einfach. Eine Pumpe, ein Wasser, Sprinkler, DC Engine und der bewässert dann die ganze Anlage hier. Man bekommt ja Schaden nicht, aber es tut so, als hätte man bekommt man Schaden, aber man bekommt kein Herz abgezogen. Der bewässert hier unser Baum, dass er schneller wächst. Ich glaube, das habe ich auch nicht gezeigt, oder? Ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich in der letzten Folge gemacht habe. Na egal. Hier ein Baum, ein Player Detektor. Der steht dann hier oben. Oh, ist dark geworden, da ist jemand schlafen gegangen. Und wenn der Baum gewachsen ist, schaltet der hier um, weil er ein Block-Update gemacht hat. Um, zack, erntet er den Baum und schaltet dann wieder um, wenn er fertig geerntet hat. Zack. So einfach geht das. Dann. Was haben wir noch gemacht? Wir haben hier, hier haben wir die Bahn gemacht. Ich habe hier ein paar Barrels dazu gemacht, weil ich noch jede Menge Ressourcen hier durchgejagt habe und habe hier einmal Speedboost reingetan, einmal Brandbeite. Ich weiß gar nicht. Das ist hier, das ist ziemlich einfach, Dark Iron Ingot Blaze Powder. Und halt so ein Speed Upgrade habe ich auch reingetan. Dann habe ich was noch gemacht. Hier habe ich Assembly Controller, Assembly Laser, Plattform, Assembly IO. Und da muss man mit dem Drill, den habe ich auch bauen müssen, in der Charging Bench habe ich auch gebaut. Hier haben wir Speed Upgrades, die habe ich auch gebaut. Da habe ich diese Bolzen gebaut. Das kann ich euch drüben zeigen. Da habe ich die gemacht. Und den kann man hier aufladen, zack rein tun, dann wird er gefüllt. Oder auch nicht, in diesem Fall nicht, weil wir genau 4 Bar drin haben in unserem System und 4 Bar hat der Drill drin. Mehr kann er logischerweise nicht haben. Mit dem muss man einfach einmal Rechtsklick drauf machen, dann wird der von blau-orange, orange ist Output. Das heißt, er nimmt aus der Kiste was raus, platziert es da rein und der blaue tut es dann wieder in die Kiste zurück. In diesem Fall machen wir hier diese PCB. So. Der ist fehlt, den könnte der ich eigentlich in den Ofen durchschmelzen lassen. Und dann mal gucken. Ich könnte ein bisschen Ton aufstellen. So, 4. Wir haben auch die Kisten. Ich glaube, PCB habe ich keine mehr gemacht, oder doch? Jetzt geht gerade gar nichts. Hallo? Also. Ah, ich hasse das. Wenn alles steht. Das liegt aber nicht am Server, das liegt an meinem PC, das ist das Problem. Beziehungsweise Internet irgendwie. Komm, ja, jetzt. Ah, Dual Blade habe ich gemacht als letztes. Für was? Für, weiß ich schon wieder. Egal, haben wir halt keine PCB da. Vielleicht bekommen wir den jetzt zurück da. Ja, auch noch nicht. So, daraus müssen wir uns jetzt auch ein paar Sachen machen, die habe ich mir irgendwo aufgeschrieben. 24, da. Wir brauchen am Anfang, bevor wir jetzt weitermachen, ein Programmer, den hier. Zack. Und dafür brauchen wir die Rotatoren, deswegen habe ich die schon gecraftet. So, 1, 2 und. Ich weiß gar nicht, habe ich den schon? Nee, doch. Wartet mal, ich hatte die ja. Habe ich die? Wartet mal, so. Ah, okay, habe ich schon. Dann kann ich den rausnehmen, den wir brauchen zum Programmieren. Dann brauchen wir noch andere Sachen. Und zwar brauchen wir GPS-Tool. Das ist das hier. Das brauchen wir zweimal.
Keine Restumfackel. Na komm, jetzt wird's aber kindisch hier. Oh. So. Aber jetzt, zack. Komm, gleich mal ein paar mehr machen wieder. Das Dolia hier, das brauchen wir dann. Für was werdet ihr alles sehen? Wahrscheinlich nicht mehr in der Folge, aber wahrscheinlich in der nächsten. Wahrscheinlich oder wahrscheinlich auch nicht. Das weiß keiner. Dann brauchen wir Pneumatikwaffe und zwar die Drohne. Ja, wo ist sie denn? Da ist die Drohne. Dann bauen wir da mal das dreimal. 2, 3. Den sollten wir eh haben. Oder schon doch nicht. Printed. Ich bin mir ganz sicher, Leute, dass ich die hatte. Ich hatte da mehrere sogar davon. Wo sind die alle hin? Alle verschwunden, Mami. Warum seid ihr so böse zu mir? Das kann ja nicht sein. Ja, mal den wieder. Den werden wir dann gleich mal testen, unsere Maschine, ob das klappt. Aber wo hab ich? Hier nicht. Da auch nicht. Hier liegt auch nix. Hier nicht. Hier nicht. Hm. Die können wir ausschalten, du Docker. Da liegt nirgends irgendwas. Habe ich die verloren? Kann natürlich durchaus passiert sein. Ah, nee, Docker, die habe ich dafür gebraucht. Dafür habe ich sie gebraucht. Hier sind sie. Aber was macht die jetzt? Ich platziere hier dieses Empty rein. Der Kran nimmt das raus, also voll geil animiert. Zack. Nimmt aus der Kiste den raus. Hier steht Running. Da muss man ein Programm mal rein tun. Das kann man auch ganz easy cheesy bauen. Frischer Knopf hier. Emerald und Rosaret. So, da hat jetzt unseren schönen PCB. Platziert den da. Wunderschön. So, wird zusammengekneift, dann kommt hier der Laser und müsste den ein bisschen bearbeiten, auch schön dann. Ja, mit dem Laser wird er hier schön zugeschnitten, bisschen rumgeschnitten, zack, und schon ist er durchlöchert und fertig. Das ist das gleiche, was wir hier hinten mit unserer Flüssigkeit hatten. So, was ich aber jetzt noch brauche, sind hahaha, muss erst gucken, wie man die craftet hat. So, dann nimmt der andere Arm ihn und packt ihn wieder rein. Ich brauche dafür die Drohne. Wo haben wir die Drohne jetzt hier? Für diesen Kack brauche ich noch Kapazitor. Genau, Kapazitor, da brauchen wir Plastik, also Light. Leitbastik, dann machen wir 15. Ja, 15. Dann haben wir 15 davon, 16, 15 davon und ich glaube Redstone war da. Ja. Redstone 12, 13, 14, 15. Redstone haben wir auch nicht mehr viel, Leute. Aufpassen. Dann müssen wir gucken. Wir bauen uns Kapazitor. Da müssen wir hier unten gucken, da kann man ja anhand hier filtern nach Itemname und dann kann ich sagen hier alles was mit CAB anfängt, beginnt mit CAB, soll er rausziehen. Und hier muss ich sagen, alles was mit TTT beginnt, okay. Damit er hier nichts rauszieht. Dann werfe ich den Scheiß hier wieder rein. Da 15 mal das, da 15 mal das, da 15 mal das. Der hat jetzt unseren schönen PCB fertig gemacht. Coole Sache, die Assembly Line. Da sieht man, da braucht man da ein bisschen erhöhten Druck. Assembly Drill Offline, aha. Ja, schön für dich. Und die Lightbox braucht man natürlich auch noch. So, der hat Druck hier. Wie viel haben wir auf der Leitung? 4 Bar. Ach, das passt. Und da müsste eigentlich schon was machen hier, oder? Uah, heißt zu tief.
Genau, hier bekommen wir schon. Er hat einmal Plastik rausgezogen. Oder wie sehe ich das? Oder waren da zwei drin? Keine Ahnung. Auf alle Fälle müsste sich das jetzt ausgehen hier. Zwei. Genau, kriegen wir einen. Dann brauchen wir wieder. Oh, und dann können wir uns die Drohne, glaube ich, bauen schon mittlerweile, oder? Nee, ein Propeller fehlt noch. Ein Propeller. Propeller. So, dann haben wir die Drohne auch schon. Das haben wir. Das haben wir. Das haben wir. Das haben wir. Wir brauchen noch eine Charging Bench. Cobblestone, was ist da los? So. Die brauchen wir auch nochmal. Dann brauchen wir. Tja, wenn ich mir das noch aufgeschrieben hätte, was wir noch brauchen. ja, da habe ich es mir aufgeschrieben, glaube ich. Ja, genau. Wir brauchen ein sogenanntes Dispenser-Upgrade. Brauchen wir einen Dispenser, da brauchen wir einen Bogen. So. So. Und so. Das brauchen wir dann auch noch. Charging Bench haben wir und ein Kompressor. Da können wir jetzt nehmen, entweder Electric oder Kinetik. Kinetik ist, ich glaube, mit Buildcraft. Oder auch nicht. Ah doch, da Kinetik Kompressor. Ah, da brauchen wir zwei davon. Oh, das geht sich nicht aus. Goldenes Zahnrad, ein Zahnrad. So, Stein. Dreimal. Dann Eisen zweimal. Haspert. Und dann Gold. So. Eins, zwei. Okay, anscheinend kann ich nichts mehr ins ME reinlegen, ist voll das ME-System. Und ich brauche hier diese Advanced, da brauchen wir aber den Laser und ich habe hier, kurz mal gucken. Hallo, wo sind wir jetzt da? Ich habe Laser drin, okay. Laser. Ich brauche hier nochmal gucken. Ah, Pressure Cam Wolf. Achso, und da brauche ich den anderen. Mal gucken, ob wir da noch diese Wolf haben, beziehungsweise die haben wir sicher verbraucht. Dann machen wir einfach noch vier Stück, dann haben wir die da rein, dann kann der da schon arbeiten. Da. Zack. Nimmt da die wieder raus und verarbeitet die weiter. Ich denke mal, ich werde offline diesen Kinetic-Kompressor da bauen, weil. Das wird dauern hier, bis der alles fertig hat. 11. Tier 3, das irgendwie passt das nicht ganz. Wo kommen die denn raus da? Mhm. So. Hallo. Spackratapezierung. Komisch irgendwie. Heute mal überhaupt nicht. Mhm. Na dann. Die Arschkarte gezogen. Ja, jetzt geht's. TTT. Und der mit Cap. Komisch, dass das irgendwie durch rauskommt. Normal dürfte das nicht sein. Da noch irgendwas drin, das sieht man auch nicht, gell? Da noch Items drin sind oder nicht, da können wir nur mal nach unten gehen und alles rauslöschen, mal gucken, ob der noch was rauszieht. Ja, zweimal Redstone und wahrscheinlich zweimal Eisen. Genau, ja, die zwei, was hier fehlen. Komisch. Komisch, komisch, komisch. So, und wie bauen wir eigentlich da die schwarzen an?
Was ist denn das? Okay. So, gucken wir mal weiter. Ich war gerade irritiert so. Die Zeit ist auch schon um. Ich werde ja dann offline hier diesen Kinetic Generator bauen, Kompressor bauen. Und was ich noch bauen werde, sind hier da diese ganzen Basteln hier. Kommen wir mal vier raus. Aha. Achso, da sind sie alle. Baut mal die, was die Plastik und Printer Circuit. Die werde ich auch mal bauen, die werden wir auch bauen. Und dann sollte demnächst nichts mehr im Wege stehen. Vielleicht noch ein paar dicke Tubes werde ich bauen. Hier mit diesen Wolves da. Dann kann man das in der nächsten Folge machen. Was werde ich noch offline ein bisschen machen? Ja, da werde ich sicher noch ein bisschen was machen. Ich werde wahrscheinlich noch eine Bude bauen. Dann habe ich hier, ah ja, genau, das habe ich ganz vergessen. Ich war schon im End, das ist da hinten, sieht man End. Da habe ich Enderlilies schon gefunden. Die habe ich hier am Harvest einfach angeschlossen, damit dass sie automatisch erntet, falls sie reif sind. Hier habe ich meine Cobblestone, das sind jetzt 1 Milliarde schon mittlerweile. Coole Sache. Gut, das war's dann. Lasst ein Like, Abo und einen Kommentar da. Teilt das Video auf Facebook, auf Twitter oder sonst wo, damit es viele Leute sehen. Ihr wisst ja, viele Aufrufe ist immer gut. Und ja, macht's gut. Bis dann. Ciao.